Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kashi, da sind wir wieder. Lustigerweise funktioniert bei mir Touch Portal nicht mehr seit, ja, der scheiß Vodafone-Router. Keine Geräte mehr anzeigt. Beziehungsweise nicht mehr die Geräte, die er eigentlich anzeigen soll. In seinen eigenen Laden. Zeigt er nicht mehr an. Überraschung in Es geht 3, Touch Portal nicht mehr. 2, 1. Ich habe gelogen. Aber ganz tricky. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Konfetti. Größere Kammer, wunderbar. Ein Turbot. Ein Lasermitter? Wir haben ein Lasermitter. Natürlich bist du geschützt. Patz. Will ich dich entschießen? Puh. Oh. Ah, Papa kapiert. So. So dürfte es passen. Okay, so geht's auch. Aber woran ich mich echt beschweren muss, ist tatsächlich Vodafone. Ihr seid scheiße. Ich meine, schön, ihr habt mir irgendwann mal Hardware gegeben und die jetzt nicht mehr wirklich funktioniert, weil sie keine IPs mehr anzeigt, wie sie soll. Herrlich, ne? Ich hasse Vodafone. Habe ich ja schon mal erwähnt? Ich hasse Vodafone komplett. Es gibt sogar nichts, was ich mehr hasse als Vodafone. Das musst du dir mal echt vorstellen. Vodafone ist so dermaßen Dreck. Aber leider kann ich den Anbieter nicht wechseln. Ich wollte bei der Telekom, ne? Bei der Telekom allgemein besser dann. Kann ich aber nicht, weil jetzt kommt's. Telekom nutzt das DSL-Netz. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, leben Sie nicht. Legen Sie auf. Brutal. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Und hier im Haus, ne, sind alle Leitungen der DSL-Kabel, beziehungsweise Telefonkabel, weggeschimmelt. Selbst in den Wänden weggeschimmelt. Im Keller ist nur noch eine fast zerstörte Box. Hey, wie geht's? Ich habe mich Alles wieder in die alte weggeschimmelt. Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. Noch fünf. Schaffen wir. Aber selbst wenn ich wollte, alles, was nicht über Koaxialkabel sein Internet anbietet, und das tut Du Vodafone kennst leider. doch die alte Formel. Komödie Ja. ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Sieht immer besser aus. Ich sehe eine Wiederholung in der Animation. Ihr Lull. Da hat man sich aber ganz einfach gemacht.
hat man sich wirklich einfach gemacht. Okay, wie löse ich dich? Kann ich so weit springen? Nö. Okay, die regeln instant. Machen wir so. Kabutz. Wirklich. Ich hab dich da hingeschleudert. Wollte ich jetzt nochmal hin? Da. Ich bin auf die andere Seite geschleudert. Oh Mann. Oh Mann. War gut gemacht. Muss man schon sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist doch Hacke, Peter Kacke. Wenn man hier in diesem Haus ein Internet beziehen kann über diese scheiß Antennenkoaxialkabel, das ist doch wirklich Kacke. Einfach weil die DSL-Leitungen nicht mehr existieren. Beziehungsweise also Telefonleitungen. Ich meine, ich habe selbst die Dose hier neben mir abgenommen. Da fehlen drei Kabel. Da fehlen einfach mal instant drei Kabel. Ist wohl irgendwie anders weggeschimmelt. Nein? Auf jeden Fall wie auch immer die Scheiße weggeschimmelt. Oh, das ist eine Kamera. Das ist not good. Warte, dich bald ich hier. Mach ich da mal zack. Bemerke, dass ich dich so nicht mehr hochkriege. Ah, er kriegt keinen hoch. Aber, er hat eine Idee. Zack. Zack. Lieg mal ein bisschen. Somit haben sich die Portaltrichter verbessert. Zum Glück. Für mich. So. Aber es ist wirklich Hühnerkacke. Ich hätte so ein tolles, verdammt günstiges Telekom-Angebot bekommen. Was soll ich mir hätte leisten können? Das ist wieder praktisch, arm zu sein. Nein, eigentlich nicht. Aber es wäre ein gutes Angebot. Und ich kann nicht einfach jeden Feuer. Meine Fresse. Einmal Burning Hell. Das gab es sogar, habt ihr das gerade gehört? Ein kleiner Overflow. Sauber abgeprallt. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Der eine stirbt, der andere lebt? Wahrscheinlich. So rachsüchtig wie die Olle ist. Der eine stirbt, der andere lebt. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Holy fuck. Da kann man ja nur sterben. Ha! Was mache ich mit dir? Oh, ja. Wo ist der dritte? Hier.
War schade, ne? Kein Telekom-Wechsel. Bei Vodafone ist immer das Problem, bei deren Routern. Ich kann ja darin leider nichts verändern, aber ich kann auslesen. Und deren fucking Firmware ist so voller Bugs. Ich habe auch schon eine Firmware kreiert, die ohne Bugs ist. Ne, ich habe einfach mal die ganzen Bugs beseitigt. Das Dumme ist aber nur, ich kann sie nicht auf den Router hochladen. Und dass die Netzwerke im LAN nicht angezeigt werden können. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. Ja, aber kann ich nicht hochladen, die Firmware, weil... Nö. Geht nicht. Danke, Vodafone. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Das Licht geht und durch den Boden. Echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Oh, ich dachte, sie wird mich vermissen. Ja, aber, ne, Firmware für dieses eine Modell. Schrottmodell. Kriegst du nicht hoch, weil geht nicht. Ich bin so enttäuscht. Aber naja. Oder von der Scheiße. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Nee, ist er laufen? Lauf, ich schließe die Tür! Nur noch mal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Wo lang? Los! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Das ist nicht umgebracht. Warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Das ist offensichtlich eine Falle, aber ich will wissen, was passiert. Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Ich will wissen, was passiert. Es gab hier ein Reh. Aber cool, sehr cool. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Einfach weiterlaufen. Oh! Mapwechsel, okay. Aber ich kann mich die ganze Zeit über Vodafone aufregen. Allein schon, weil deren Hardware Müll ist. Schnell los! Vor allem, ne, wenn du ein Ersatzgerät anforderst, du kriegst ja nicht mal ein neues Gerät. Du kriegst einfach ein verficktes Gebrauchtes. Das Schlimme, ne, dass du ein Gebrauchtes kriegst, weil du kannst ja auslesen, wie lange die Dinger schon gelaufen sind. Und mein Gerät ist auch im Übrigen auch nur ein Gebrauchtes, weil ich habe ein neues angefordert, krieg nur ein Gebrauchtes. Was kann ich daran sehen, dass das Teil schon über 6000 Stunden auf der Matte hatte? Wo lang? Da ist einer. Ach ja, Valve. Ja, stimmt. Folge dem Licht. Kennen wir doch aus Half-Life. Hier geht's
Nichts gut, super, los! Hier lang, hier da, wo die Leuchtung ist. Wo lang, wo lang, hier lang. Herrlich, wenn man einen Portalkanon hat. Da ist der Ausgang, wir haben es fast geschafft. Sie lässt alles zusammen, kommt bei einem. Hey, hier lang. Ach du Scheiße. Na, da oben komme ich nicht mehr lang. Bin ich doch ein bisschen neugierig. Neugier ist nicht gut. Ich hab's geschafft, geschafft! Wow. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das war geil. I love it. Und jetzt wieder ein Loading Gate. Oder? Ja. Ja. Ich hasse Wurde von oben. Flucht. Explodiert denn hier so schön? Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Randaliert die Alte da gerade? Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Weil du sonst stirbst. Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das ist ein bisschen furchterregend, nur ein bisschen. Versuch rüberzuspringen! Ich muss mal versuchen, irgendwie den Nutschip des Routers zu dumpen. Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Irgendwie zu entlocken. Nicht die Filme hochladen. Vorsicht! Jetzt denke ich drüber nach. Ich leuchte dir für den Sprung. Jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, wie ich das machen könnte. Das wäre ein sehr schwieriges Unterfangen, aber ich könnte. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Aber wenn das rauskommt, muss ich den Schlafzimmer schalten. Oh, schön gemacht! Oh, schön. Dann ist ja, wenn es ja nicht mal eine Garantiefälle. Dann gilt der Router als beschädigt und, ja. Wie muss ich dann bezahlen? Das ist teuer. Schnell, hier lang! Vielleicht einfach damit liegen. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Warte, ich leuchte dir den Weg. Er ist sehr nett. Hier nicht viel. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Vor allem, wie mein Portal aufgelöst wurde, ne? Ah. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich
liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Wow. Das ist ein Arsch. Hey, das sieht interessant aus. Also Turrets gebaut. Ich mag zu gerne hier, ich weiß, es gibt die. Diese Turrets nur als Desktop-Größe, also für den Schreibtisch. So einen hätte ich gerne. So gerne. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Aber man kennt das ja. Kein Geld. Wahrscheinlich nie wirklich Geld. Ja, ich bin vorsichtig. Versuch dir mal Dinge zu leisten, die du nicht leisten kannst. Ah. Leute, Geld! Also, ein Mini-Turret wäre schon knuffig für einen Schreibtisch, der auch auf Bewegung reagiert. Gibt's ja die Dinger. Das wäre schon knuffig. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Nein, komm schnell. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Woher kennt er das eigentlich? Keine Kameras. Aber Turmablösungsband. Ne? Oh, da ist einer. Ich bin anders. Hey, dich kenne ich doch. Thank you. Ich rede doch immer Englisch. Don't make lemonade. Don't make lemonade? Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and picked by birds. Okay. Noch was zu sagen? Nein? Gut, dann bleibst du stehen. Ziel anvisiert. Ziel anvisiert. Ich brauche Munition. Kann jemand helfen? Ziel anvisiert. Ziel anvisiert. Ja, wir haben es geschafft, oder? Ziel anvisiert. Oha. Ich brauche Munition. Identifiziere dich oder ich schieße. Ich soll das Portal nicht so aufhaben. Nicht, dass man von hinten erschossen wird. Interessant, interessant. Ja, so läuft das immer nach. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Ja, guck mal, wer denn wartet. Vorlage. Antwort. Da wartet ein Relay. Vorlage. Antwort. Oh, das ist der deutsche Synchronsprecher von Jack Black. Oh, klasse, du hast es geschafft. Mir nach, Antwort. Das wird dir gefallen. Oh, sind fast da. Oh, ja. Tada! Das Antwort. Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Vorlage. Er entscheidet, welche Türme Antwort. Aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird Antwort. Die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Vorlage. Okay.
Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Voller Heck. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Vorlage. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Antwort. Hallo. Lass mir in die Fresse explodieren. Und mir fällt instant was ein, ich meine. Ja. Hast du eine Idee? Na schön, Vorlage. Tu, was du denkst, Antwort. Komm aber gleich wieder. Da flog gerade meine Idee. Vorlage. Antwort. Aber, liebe Leute, wieder 25 Minuten auf dem Tacho. Wie wir weitermachen, sind wir dann in der nächsten Folge. Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Vorlage. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein. Das ist halt auch ein Freund von mir. Komm mir aber like. Bis dann und tschüss.